Hallo und herzlich willkommen hier auf Lyrelda.de. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man zwei Geraden rechnerisch schneidet. Es gibt so mehrere Möglichkeiten. Ich fange mal mit der an, die eigentlich meistens am geschicktesten ist, also die ich euch empfehlen kann. Und zwar seht ihr, hier steht ja y ist gleich x minus 1 und y ist gleich 1/2x, also wir haben hier zwei Geraden. Und da steht aber, dass y ist gleich. Das heißt, y muss ja auch gleich sein für den. Das heißt, auch hier könnten wir ein Gleichzeichen dazwischen schreiben, zwischen 2y. Schlussendlich steht aber natürlich auch da, x minus 1 ist gleich 1/2x. Das ist y und das ist y. Also muss auch das beides mal gleich sein. Nun haben wir einfach eine ganz einfache Gleichung dastehen. Wir müssen nach x auflösen. In dem Fall ziehe ich hier einfach mal x ab. Minus x, dann steht hier minus 1 ist gleich minus 1/2x. 1/2x minus 1x. Ich kann die Nebenrechnung schnell machen. Wir haben also 1/2x minus x. Wir klammern das x aus, dann habt ihr nicht 1/2 minus 1 mal x da stehen. 1/2 minus 1. Minus 1/2. Natürlich mal x. Also, um das jetzt hier nach x aufzulösen, muss ich noch den Nenner auflösen, indem ich einfach mit minus 2 multipliziere. Dann steht hier minus 2 mal minus 1, also 2 ist gleich x. Wir haben also die x-Koordinate unseres Schnittpunktes berechnet. Um jetzt den y-Wert des Schnittpunktes zu bekommen, setzen wir dieses Ergebnis einfach in eine der beiden Gleichungen ein. Das ist egal in welchen. Man sucht sich gewöhnlicherweise den einfachsten aus. In dem Fall sind beide sehr einfach. 1/2 mal 2 wäre 1 oder 2 minus 1 ist auch 1. Das heißt, y ist gleich 2 minus 1 ist gleich 1. Somit wissen wir, unser Schnittpunkt wäre die Lösungsmenge also geschweifte Klammer und der Punkt 2, 1. Das wäre gleichsetzen. Wir können es auch noch anders versuchen. Jetzt haben wir die beide Gleichungen so schön dargestellt gehabt, dass y nicht gleich dasteht. Also nach y aufgelöst sind diese beiden Gleichungen. Das ist nicht immer der Fall. Man müsste es also in dem Moment so umformen. Es könnte natürlich auch sein, dass es einfach ist, nach x umzuformen. Oder, was man auch machen kann, wir könnten diese eine Gleichung, mit die zweite, die formen wir jetzt mal um und lösen nach x auf. Das heißt, ich muss mit 2 durchmultiplizieren. Das heißt, 2y ist gleich x. Einfach diese Gleichung mit 2 multiplizieren. Und jetzt setze ich das in die andere Gleichung ein. Also die neue zweite Gleichung. Und diese setze ich jetzt einsetzen in die erste. Das heißt, da steht dann y ist gleich, und jetzt setze ich für x einfach 2y ein. 2y minus 1. Ihr seht, jetzt habe ich eine Gleichung, da steht noch y drin, jetzt kann ich nach y auflösen. Also minus 2y, dann steht ja minus y ist gleich minus 1. Und jetzt multipliziere ich mit der minus 1 und schon steht hier da y gleich 1. Nun habe ich den y-Wert, jetzt kann ich den hier einsetzen. Und nach x auflösen und ich komme wieder auf die gleiche Lösungsmenge. Also wieder auf L gleich 2, 1. Der Punkt 2, 1. Das wäre das, die Möglichkeit von einsetzen. Und als drittes gibt es auch die Möglichkeit, dass man Geraden, man kann es zum einen, darf man sie mit bestimmten Faktoren multiplizieren, wie wir es hier gemacht haben, also mit 2 oder mit anderen Dingen. Und man darf auch diese Gleichung addieren oder subtrahieren. Und das Ziel dabei ist, dass man eine Variable, eine Unbekannte hier, eliminiert. In dem Fall sage ich einfach mal, die erste minus die zweite. Das heißt, wenn man es übereinander mal schreibt, x, y ist gleich x minus 1, y ist gleich 1/2x. Das ziehen wir jetzt voneinander ab, dann ist y minus y, das gibt 0. X minus 1/2x gibt 1/2x. Und minus 1 minus 0, ja, gibt natürlich minus 1.
So, und ihr seht, wir haben wiederum eine Gleichung mit nur noch einer Unbekannten. Wir haben also y eliminiert in diesem Fall. Und auch das können wir auflösen. Also plus 1, dann steht hier 1 ist gleich 1/2x mal 2 und schon steht hier 2 ist gleich x. Ab diesem Schritt ist natürlich genau gleich wie hier drüben, wir kommen wieder auf die gleiche Lösung. Ihr seht also, wir haben drei Möglichkeiten, diese Geraden hier rechnerisch zu schneiden. Nicht jedes Mal ist jede gleich einfach. Man kann sich eigentlich, eins funktioniert auf jeden Fall immer jede. Man kann sich gern für eine fest entscheiden, man kann aber auch alle drei willkürlich benutzen, wie es einem gerade gefällt. Nun, bei größeren gleichen Systemen, also mit drei Gleichungen, mit drei Unbekannten und sowas, geht es immer noch. Da könnt ihr auch noch alles versuchen, nur wird es natürlich in solchen Fällen wie hier vorne ein bisschen schwieriger. Das Gleichsetzen von drei Gleichungen könnt ihr nicht machen, aber ihr könnt das Einsetzen da hauptsächlich verwenden oder dieses Subtrahieren und Addieren von Gleichungen. Das geht auf jeden Fall auch. Das sind also diese zwei eher die wahrscheinlichen Varianten und das hier drüben ist euch bei Geraden eine sehr große Hilfe. Nun, schaut mal wieder bei uns auf der Seite vorbei, lest unsere Skripten, versucht die Aufgaben oder abonniert uns auf YouTube. Dankeschön.